Tief im Urwald des Amazonasbeckens lauert eine Kreatur auf Beute. Viel größer als jede Vogelspinne. Und aufgerichtet? So groß wie ein Mensch. Glaubt man den Eingeborenen, dann ist sie groß genug, um sogar Kinder zu verschlingen. Sie bauen Hütten zum Schutz. Monster Quest erforscht den Regenwald. Zu Fuß, mit dem Boot und auf Dschungelstraßen auf der Suche nach den Riesenspinnen. Im Gepäck eine Hightech-Kamera. Okay, eine große Kammer. Und eine zweite Expedition sucht in der Wüste nach einem Riesenspinnentier, das angeblich das Fleisch amerikanischer GIs im Irak frisst. Sie haben fiese Beißwerkzeuge. Wie gefährlich sind sie? Ein Körper von der Größe einer Radkappe hätte wohl 20 cm große Kieferklauen. Auf der ganzen Welt berichten Augenzeugen von rätselhaften Kreaturen. Sind sie real oder nur Einbildung? Die Wissenschaft sucht nach Antworten bei Monster Quest. Dies ist das Amazonasbecken von Venezuela. Hier leben die Piaroa, ein Indianerstamm. Die Menschen hier behaupten, in diesem Dschungel sei noch etwas anderes zu Hause. Monsterspinnen. Größer als alle historisch oder wissenschaftlich dokumentierten Artgenossen. Raubtiere, denen die hiesige Fauna als Beute dient. Die Existenz solcher Wesen scheint äußerst fraglich. Doch Erzählungen von ihnen haben auf der ganzen Welt eine lange Tradition. Der Körper war so groß. Sie war braun, hatte einen dicken Körper und kräftige, dicke Beine. Sie haben fiese Beißwerkzeuge. Größe, Beschreibung und Spinnenart variieren in unterschiedlichen Regionen der Erde. Doch im Extremfall berichten Augenzeugen von Exemplaren mit bis zu 1,5 Metern Durchmesser, mit gewaltigen Beißwerkzeugen und haarigen Leibern so groß wie kleine Hunde. Könnte es sich um nahe Verwandte der Vogelspinnen handeln, den größten bekannten Spinnen der Welt? Oder um eine völlig neue, der Wissenschaft noch unbekannte Spezies? Wirbellose Tiere weisen vermutlich die größte Vielfalt aller Spezies auf unserem Planeten auf. Von den Spinnen existieren etwa 50.000 bisher bekannte Arten. Und es gibt vermutlich mindestens 10-mal so viele, die noch unentdeckt sind. Die größten bekannten Vogelspinnen der Welt, Goliath-Vogelspinnen genannt, sind im südamerikanischen Amazonas-Regenwald heimisch. Viele Spinnenarten fangen und töten ihre Beute mit Hilfe eines Netzes. Doch die Goliath-Vogelspinnen sind erbarmungslose Jäger. Lautlos verfolgen sie ihre Opfer, bevor sie zuschlagen und den tödlichen Biss setzen. Ihre Kieferklauen sind groß genug, um menschliche Haut zu durchdringen, und ihre Körper sind mit sogenannten Brennhaaren bedeckt. Bei einem Angriff feuern sie diese auf ihre Beute ab. Sie durchdringen die Haut wie Glasfaserbruchstücke. Niemand konnte bisher handfeste Beweise dafür liefern, dass diese oder irgendwelche anderen Arten größer werden als 26 cm. Der Arachnologe Rick West begibt sich auf eine Expedition in den Amazonas-Regenwald auf der Suche nach einer Spezies, die größer ist als alle bisher dokumentierten. West reist nach Venezuela in das kleine Städtchen Puerto Ayacucho. Hier trifft er den Amazonas-Führer Juan Carlos Ramirez. Die Regenwälder Amazoniens bilden eine Fläche von 110 Millionen Hektar. Es wimmelt dort von Pfeilgiftfröschen, Tausendfüßlern und Anacondas. Das perfekte Versteck für eine Monsterspinnenspezies. Jede Woche, jeden Monat, jedes Jahr werden neue Spinnenarten entdeckt. Insofern ist es durchaus möglich, eine Riesenspinne zu finden. Und ich hoffe, ich werde sie entdecken. Berichte von Monsterspinnen beschränken sich nicht auf die Regenwälder Amazoniens. Eine beängstigende Begegnung mit einer Riesenspinne ereignete sich 1938 im kongolesischen Dschungel. Der britische Forscher R.K. Lloyd und seine Frau Margaret verbrachten ihre Flitterwochen auf einer Abenteuersafari.
Auf einem Dschungelpfad mitten im Regenwald sahen sie plötzlich eine große, seltsam aussehende Kreatur den Pfad überqueren. Zunächst hielten sie sie für einen sehr großen, auf allen Vieren gehenden Affen oder eine große Raubkatze. Doch als sie näher kamen, waren sie entsetzt. In Wirklichkeit war es eine riesige Spinne, ähnlich einer Vogelspinne. Lloyd schätzte die Spannweite der Spinnenbeine auf 1,50 Meter. Als er nach seiner Kamera greifen wollte, trollte sich die Spinne wieder in den Wald und verschwand. Zu Zeiten des kolonialen Afrikas begegneten Forscher und Großwildjäger ab und zu seltsamen Tieren, auch Riesenspinnen. Oft meldeten sie diese Beobachtungen nicht, aus Angst verspottet zu werden. Wer glaubt schon die Geschichte von einer Spinne, die fast so groß ist wie ein Mensch? Der heutigen Wissenschaft sind Riesenspinnen unbekannt. Doch die Geschichte liefert Argumente für die Existenz eines solchen Monsters. Vor 390 Millionen Jahren gab es riesige, prähistorische Kreaturen namens Jekyllopteros renaniae von rund 2,5 Metern Länge. Jekyllopteros renaniae war ein gewaltiger Seeskorpion, so groß wie ein Krokodil. Er fraß sehr große Fische und alles, was er sich schnappen konnte, selbst Artgenossen. Das war damals das gefährlichste Raubtier. 2007 fand man in Deutschland eine versteinerte Klaue dieser Kreatur. Sie misst über 45 cm, was beweist, dass Kreaturen wie Spinnen einst monströse Proportionen angenommen hatten. Lange wusste man nicht, wie groß Arachnida und Arthropoden werden konnten. Doch wenn es Beweise für Riesenspinnentiere vor 390 Millionen Jahren gibt, könnte dann nicht in den entlegenen Regionen der Welt noch immer ein Exemplar existieren? Tag 1 unserer Monster-Quest-Expedition in Venezuela. Erste Station, das kleine Städtchen San Rafael de Manuare, an der Grenze zwischen Kolumbien und Venezuela. Hier suchen West und Ramirez nach Augenzeugenberichten von Riesenspinnen. Okay, gracias. Gracias. Man führt sie zu diesem Mann, einem Schamanen der Piarua. Er sagt, dass jemand im Dorf eine Art Vogelspinne gesehen hat, die sich einen Hund geschnappt hat. Wirklich? Vom Dorf in den Dschungel? Die riesige Vogelspinne kroch aus dem Urwald in das Dorf. Mit ihrem schraubstockgleichen Griff packte sie den kleinen Hund. Jeder Widerstand war zwecklos. Die Spinne injizierte eine tödliche Dosis Gift und schleifte den Hund dann in den Wald. Um einen Hund zu erlegen, muss sie riesig gewesen sein. Kann er uns in etwa zeigen, wie groß sie war? Das ist die Größe des Hinterleibs. Nur der Hinterleib? Ja, größer als ein Basketball. Und aufgerichtet erreichte sie die Größe eines Menschen. Eine Spinne so groß wie ein Mensch wäre eine Sensation. Doch wo sind die Beweise dafür? Kann es sein, dass die Eingeborenen etwas ganz anderes beobachteten? Einen Affen oder ein großes Dreifinger-Faultier? Ich denke nicht, dass sie das mit irgendeinem anderen großen Tier verwechseln. Sie wissen ganz genau, wie eine Vogelspinne aussieht und ihre Berichte sind zuverlässig. West und Ramirez setzen ihre Reise fort, dem Monster auf der Spur. Sie fahren den Orinoco flussabwärts zu ihrem Basislager in der Oriniquia Lodge. Die Spinnen, nach denen sie suchen, haben sich höchstwahrscheinlich tief im Erdreich vergraben. Deshalb ist West mit einer Spezialkamera bewaffnet, der XL Video Probe. Ihren langen Lichtleiter können wir in ein Erdloch hinablassen.
Die Sonde wird üblicherweise in der Luftfahrtindustrie verwendet, um etwa ins Innere von Flugzeugmotoren blicken zu können, und von der Polizei, um in beengten Räumlichkeiten Überwachungen durchzuführen. Und wenn da eine ist und wir sie rausbekommen wollen, können wir das machen. Ich kann es kaum erwarten, dieses Ding zu benutzen. Es existieren bisher nur spärliche Indizien für Riesenspinnen. Doch 2004 tauchte im Internet dieses Foto aus dem Irak auf. Es zeigt ein achtbeiniges Monster. Das Bild scheint eine gewaltige alienartige Kreatur zu zeigen. Das Foto ist nicht der einzige Beweis für diese Wüstenwesen. Im Nahen Osten kursieren grausige Geschichten darüber, dass diese Wesen die Mägen von Kamelen fressen, dass sie mit 40 Stundenkilometern über den Wüstenboden rasen und dass sie Appetit auf Menschenfleisch haben. Sie heißen Walzenspinnen und sind eine bekannte Tierart. Doch handelt es sich bei diesen Fotos und Geschichten um Fälschungen oder Beweise, dass Walzenspinnen zu Riesen heranwachsen können? Monster Quest nimmt diese Geschichten genauer unter die Lupe. Um biologische Indizien zu sammeln, begeben wir uns nach Texas, in die raue Wüste des Seminole Canyon State Parks. Wie die irakische Wüste gehört auch sie zu den vielen Orten weltweit, an denen diese Kreaturen angeblich lauern. In Texas kennt man sie als Matevenados oder Hirschtöter. Haben wir alles? Ja. Bereit? Angeführt wird die Expedition von Christy Reddick von der Texas A&M University. Begleitet wird sie von ihrer Kollegin Jessica Honecker. Reddick und Honecker werden die nächsten beiden Tage damit verbringen, die Wüste und das felsige Terrain nach diesen achtbeinigen Wesen abzusuchen. Falls sie außergewöhnlich große Exemplare oder anatomische Abnormitäten finden, könnte das den Berichten aus dem Nahen Osten mehr Glaubwürdigkeit verleihen. Zu ihrer Ausrüstung gehören Kamerafallen und Verfolgerlichter. Sie beginnen Tag 1 im nördlichen Teil des Parks. Es gibt über den Südwesten Amerikas bis hinauf nach Colorado, Wyoming verteilt diverse Arten. Die beste Zeit, sie zu finden, ist zwischen Juni und Juli. Man findet sie auch davor und danach, aber da sind die Walzenspinnen am aktivsten. Werden Reddick und Honecker diese schwer zu fassenden Wüstenbewohner fangen können? Schnapp sie! In Venezuela wird die Jagd vertieft. Weltweit kursieren Legenden von Riesenspinnen mit einem Durchmesser von 1,5 Metern und mehr. Im Irak wurden angeblich einige Soldaten und Soldatinnen von einem großen Wüstenraubtier, der Walzenspinne, gebissen. Vom Fronteinsatz erreichen uns Geschichten von einer fleischfressenden Kreatur mit gewaltigen Beißwerkzeugen. Das Untier habe die Größe einer kleinen Katze. Diese GIs kennen die Geschichten. Die ich gesehen habe, sind fast so groß wie meine Hand. Nicht ganz, aber ich habe große Hände. Sie haben fiese Beißwerkzeuge, wie in dem Film Predator. Genauso sahen ihre Münder aus. Mir jagt nicht viel Angst ein, aber diese Spinne, da bekomme ich Gänsehaut. Dieses Foto aus dem Irak tauchte im Internet auf. Doch ist es der Beweis für ein achtbeiniges Monster in der irakischen Wüste oder eine Fotomontage? Unser Experte wird dieses Beweisstück analysieren. Diese Spinnen sollen nachts GIs angreifen, doch sind das tatsächliche Ereignisse oder alles nur Märchen? In der irakischen Wüste macht sich ein Soldat zur Nachtruhe bereit. Unter seinem Feldbett lauert eine Kreatur. Sobald die Lichter gelöscht sind, krabbelt sie unter der Bettdecke auf seinen Arm. Sie beißt zu und injiziert eine Dosis Betäubungsmittel. Der schlafende Soldat spürt nichts. Die Spinne reißt Fleischfetzen heraus, aber wegen des Betäubungsmittels spürt er nichts. Als der Soldat am nächsten Morgen erwacht, ist sein Arm blutüberströmt, Fleisch und Muskeln abgenagt. Mm-hmm.
Reddick und Honecker sind im Seminole Canyon auf der Jagd nach Walzenspinnen. Sie sind skeptisch, was die Existenz von Riesenwalzenspinnen betrifft, aber bereit, nach ihnen zu suchen. Sie müssen nicht unbedingt unter den großen Felsen stecken. Die bekannten Walzenspinnen sind keine wirklichen Spinnen, sondern nahe Artverwandte namens Solifuge. Der Name Solifuge stammt aus dem Lateinischen und bedeutet der Sonne entsprungen. Wie andere Arachniden haben auch Solifuge ein Exoskelett und 8 Beine. Doch sie können schneller laufen als die meisten Spinnen und mit ihren starken Kiefern Beute in Stücke reißen, wie man in diesem Video beobachten kann, das ein GI aus dem Irak Monster Quest zur Verfügung gestellt hat. Es zeigt eine Walzenspinne, die eine kleine Echse frisst. Sie sind sehr aktive Jäger. Sie haben riesige Kiefer, weiden ihre Beute aus und verflüssigen sie dann. Doch werden sie so groß, wie die Geschichten im Internet behaupten? Reddick und Honecker setzen ihre Suche fort. Ich habe nichts. Ich auch nicht. Schauen wir unter denen. Es ist zu trocken. Gehen wir näher an den Canyonrand. Als hätten sie ein Radar, das ihnen sagt, dass wir sie suchen. Wenn man sucht, kann man sie nicht finden. Und wenn man nicht sucht, verstecken sie sich in deinem Schlafsack. Erst sieht es so aus, als hätten sie keinen Erfolg. Doch dann... Hier ist eine Vogelspinne. Schnapp sie, schnapp sie! Oh, wunderschön. Super. Das ist eine männliche Texas-Vogelspinne. Die sind in dieser Gegend sehr verbreitet, doch in den letzten Jahren immer seltener geworden. Doch dies ist nicht die Spinne, nach der sie suchen. Sie lassen sie frei und suchen weiter. Niemand hat sich bisher gemeldet, wo und wann diese Aufnahme gemacht wurde. Doch Danny Mendez vom Liberty Science Center in New Jersey analysiert das Foto. Hier sieht man diese Ansammlung von Beinen, Klauen und Armen, was absolut riesig aussieht, wenn man als Maßstab das Bein des Soldaten nimmt. Das größte Exemplar, das je im Nahen Osten gefunden wurde, war 15 cm lang. Das Monster auf diesem Bild soll 6-mal so groß sein. Könnte es sich um eine neuere, größere Art handeln? Es scheint, als würde man einen riesigen Organismus sehen. Doch in Wahrheit sind es 2. Das Foto zeigt eine Walzenspinne, die sich mit ihren Kiefern an eine zweite klammert. Man kann klar erkennen, dass da 2 wesentlich kleinere Spinnen sind, statt der einen großen, die man zu sehen meint. Wenn man als Maßstab die Hand und den Ärmel des Soldaten nimmt, sind sie jeweils nicht größer als 12 bis 15 cm. Der Blickwinkel und die Position der Kamera lassen das Tier also viel größer erscheinen. Unterdessen bricht in Texas die Nacht herein und Reddick und Honecker stellen eine Kamera mit Bewegungssensoren auf. Sie richten den Fokus der Kamera auf den Köder, einen fleischigen Schweinefuß. Der soll zeigen, ob Walzenspinnen das Fleisch größerer Tiere fressen. Wenn sie kommt, werden wir sie mit der Kamera einfangen, denn sie wird richtig in das Fleisch reinbeißen und Stücke abreißen müssen. Im Licht des Mondes machen sie sich auf die Suche nach Indizien. Sie leben in einem rauen Lebensraum. Es ist heiß, trocken und sie sind sehr schnell. Wenn man eine unter einem Stein findet, muss man sehr schnell sein, um sie zu fangen. Sie stellen eine simple, aber sehr effektive Falle auf, um die Walzenspinnen anzulocken. Eine Lampe. Die wird Insekten anziehen und das wiederum wird hoffentlich Solifuge anlocken. Unterdessen hat in Venezuela Tag 2 der Expedition nach Monsterspinnen begonnen.
Rick West und Juan Carlos Ramirez kehren für eine ausführlichere Suche in das Dorf San Rafael de Manuare zurück. Der Schamane führt sie tief in den Dschungel, um ihnen zu zeigen, wie sie Riesenspinnen fangen können, sollten ihnen welche begegnen. Auch wenn Spinnen in der Regel 8 Augen besitzen, sehen sie sehr schlecht. Stattdessen verlassen sie sich auf ihren Tastsinn und spüren anhand von Vibrationen, dass Beute in der Nähe ist. Der Schamane führt sie zu einem Loch, in der wahrscheinlich eine Spinne lauert. Mittels eines Stöckchens lockt er das Tier heraus. Ich kann sie sehen. Die ist groß. Als sie aus ihrer Höhle kommt, sehen sie eine große Spinne, aber nicht das erhoffte Monster. Der Schamane lockt noch mehr Spinnen aus ihren Verstecken und bereitet sie zum Essen vor. Er entfernt ihre Innereien, bevor er den Körper zum Grillen auf das Feuer legt. Er sagt, dass er als Kind immer mit seinem Vater auf die Jagd ging. Und das war ihre Hauptnahrungsquelle, wenn sie wochenlang im Wald auf der Pirsch waren. Sehr heiß. Ich muss wohl. Ja. Bueno, gut. West und Ramirez begeben sich in das Dörfchen Gavilan. Ramirez hat erfahren, dass dort jemand diese Kreatur gesehen haben will. Als sie dort ankommen, bereiten gerade einige der Dorfbewohner das traditionelle Yucca-Brot zu. Er sagt, dass es in diesem Dorf keine Attacken gab, aber in einem Nachbardorf tiefer in den Bergen. Deeper into the mountains and in the neighboring village that he has heard something about this. Von den Riesenvogelspinnen, die Hühner angreifen. Wirklich? Es gibt also noch Hoffnung. Wir werden uns mal in Pandari umschauen. Also tiefer in die Berge zu anderen Dörfern. Okay? Okay, gracias. Das Team macht sich auf in das entlegene Dörfchen Pandari. Doch es gibt Probleme. Das Team droht mitten im Dschungel festzusitzen. Das Amazonasgebiet ist nicht der einzige Ort, an denen Spinnen ein Quell der Furcht und Faszination sind. Sie sind uralte Lebewesen mit Jahrmillionen zurückreichenden Ursprüngen. Weltweit haben die Menschen sie zum Bestandteil des Volksglaubens gemacht. Von Arachne, der mythischen Halbfrau, Halbspinne der antiken Griechen, bis zu einer Spinnenfrau der Navajo. Selbst in Kinofilmen sorgen Spinnen immer wieder für gern gesehene Schockmomente. Für Millionen sind Spinnen ein Auslöser paralysierender Angst, Wesen, die den Tod bringen. Eine regelrechte Verkörperung des Grauens. Die meisten Leute fürchten sich vor Spinnen, weil sie ein wenig gruselig sind. Man weiß nicht viel über sie. Sie hängen in den Ecken herum. Sehr kleine Spinnen wie schwarze Witwen können einen mit einem Biss töten. Rick West und Juan Carlos Ramirez sind auf dem Weg in die Berge Venezuelas. Sie sind auf der Suche nach den Riesenspinnen, die angeblich die Gegend unsicher machen. Damit eine Spinne sich einen Hund oder ein Huhn packen kann, muss sie so riesig sein und in gewisser Weise so langsam. Das wäre ein furchterregender Anblick. Ihnen wurde gesagt, dass eine Riesenspinne in der Nähe des entlegenen Dorfs Pandari leben könnte. Doch dann...
Der Hinterreifen rutscht durch die Baumstammbrücke. Das Fahrzeug sitzt fest. Wir müssen den Wagen rückwärts fahren, während ich diesen Stamm wieder reinschiebe. Wir waren auf dem Weg zu einem abgelegenen Dorf namens Pandari. Die Brücken sind sehr primitiv. Das war die letzte Brücke, die wir hätten überqueren sollen. Wir wissen nicht, ob wir das Fahrzeug heute frei bekommen. Das könnte das Ende unserer Expedition sein. Hoffentlich bekommen wir den Wagen frei und können weiterfahren. Aber ich mache mir keine großen Hoffnungen. Ich hab ihn. Pack du den und wir schieben ihn gemeinsam zurück. Das Team ist fast am Verzweifeln. Wenn wir da noch ein Brett drauflegen würden? Wir müssen versuchen, das Vorderrad auf einen anderen Stamm zu bekommen. Er möchte es so versuchen. Es ist ziemlich rutschig. Schließlich, nach über 2 Stunden, kommen sie frei. Wenn man in so einer entlegenen Gegend ist, passieren solche Sachen. Ich dachte schon, wir können diesen Tag abschreiben. Müssen hier campieren, warten, rumspazieren. Aber wir hatten Glück. Sie setzen ihre Reise fort und erreichen das Dorf Pandari. Empfangen werden sie von Simone und dessen Vater Antonio. Die von Dorfbewohnern erzählen, die verschwanden und nie wieder auftauchten. Es gab viele Tote. Manche davon werden mit Vogelspinnenattacken in Verbindung gebracht, aber es wurden keine gesehen. Er sagt also, dass Leute umkamen oder verschwunden sind und dass Riesenvogelspinnen dafür verantwortlich sind? Genau. Sie verließen ihre Gärten, waren nachts unterwegs und manche kamen nicht zurück. Monster Quest entdeckt auch, dass das Dorf zum Schutz gegen die Monsterspinnen konstruiert wurde. Ist das ein greifbarer Beweis, dass da draußen etwas lauert? Haben Sie Angst davor, dass Vogelspinnen in Ihre Behausungen kommen? Sie bauen ihre Hütten mit dem gedeckten Dach, das bis zum Boden reicht. Sie wollen diesen zusätzlichen Schutz. Sie denken, dass Vogelspinnen in ihr Dorf kommen können und ihnen ihre Kinder wegnehmen. Wirklich? Interessant. Ausgestattet mit ihrer Videosonde begeben sich West und Ramirez in den Urwald, um nach den Spinnen zu suchen. Als sie tiefer in den Wald vordringen, erregt etwas Wests Aufmerksamkeit. Hier drüben ist eine. Eine Spinnenhöhle und sie ist groß. Sieh dir das an. Wow, die ist riesig. Kaum zu glauben, dass die von einer Spinne stammt. Das muss eine riesige Spinne sein. Trotz der Augenzeugenbeschreibungen ist Eugene Fusi skeptisch, dass eine Spinne gigantische Proportionen erreichen könnte. Mit den jetzigen atmosphärischen Bedingungen sind sehr große Spinnen mit Durchmessern bis 1,5 Metern aufgrund von Sauerstoffbegrenzungen ziemlich unwahrscheinlich. Sie haben schwache Kreislaufsysteme und nutzen Buchlungen, um Luft durch ihre Körper zu transportieren. Die Lungen einer Spinne sind in einer Reihe von Kammern angeordnet. Mit unserem heutigen Anteil von 21% Sauerstoff in der Luft ist es sehr unwahrscheinlich, dass eine Riesenspinne genug Sauerstoff bekommen könnte. Vor 390 Millionen Jahren, zu einer Zeit, als andere Riesenarachniden gediehen, war der Sauerstoffpegel in den Meeren fast 65% höher als heute. Doch wenn eine Spinne in Monstergröße existierte, wie groß wären dann ihre Kieferklauen? Mittels eines Hochleistungselektronenmikroskops vergrößert Fusi eine 2,5 Zentimeter große Kieferklaue. Eine Spinne mit einem Körper von der Größe einer Radkappe hätte Kieferklauen von mindestens 15 Zentimetern Länge, vermutlich sogar eher 20 Zentimeter. Davon will man nicht gebissen werden. Ihre Beißwerkzeuge kämen locker durch einen Turnschuh, inklusive Fuß und Gummisohle. Die Beißwerkzeuge einer Vogelspinne gehören zu den wirkungsvollsten Erfindungen der Natur.
Jede Kieferklaue fungiert als Spritze, die dem Opfer Gift injiziert. Das Gift verflüssigt sehr schnell die Innereien der Beute, bevor sie verschlungen wird. Zurück bleibt eine leere Hülle aus Haut und Knochen oder Chitin. Nicht alle Schreckgeschichten über Spinnen haben ihren Ursprung in fernen Ländern. Dieses gigantische Netz wurde 2007 von Parkwächtern im Lake Tawakoni State Park in Nord-Texas entdeckt. Es hat die Größe zweier Footballfelder. Innerhalb weniger Tage wurde es grau von der Menge an Moskitos, die es fing. Wahrscheinlich ist da auch der ein oder andere kleine Vogel hängen geblieben. Könnte es von einer größeren, unbekannten Spinne geknüpft worden sein oder arbeiteten hier viele Spinnen zusammen, um Beute zu fangen? Forscher untersuchen dieses Spinnennetz noch immer, sammeln Spinnenproben. Meine Vermutung ist, dass es sich entweder um ein paar Spinnenarten handelte, die viel Spinnenseide produzieren, oder eine Menge Babyspinnen, die zur selben Zeit geschlüpft sind. Es hat einige Fragen aufgeworfen. Christy Reddick und Jessica Honecker setzen ihre nächtliche Wüstensuche nach Walzenspinnen fort, um herauszufinden, ob die aus dem Irak stammenden Geschichten wahr sind. Sie jagen die Tiere mit Rotlicht, das die Umgebung beleuchtet, ohne sie zu verscheuchen. Andere achtbeinige Kreaturen tauchen in der Dunkelheit auf, aber keine Walzenspinnen. Wir halten Ausschau nach der typischen Bewegung der Walzenspinnen. Hektisches Huschen über die Felsen, aufgestellte Pedipalpi, auf der Suche nach Nahrung und nach Sexualpartnern. Es gibt Berichte, dass Walzenspinnen mit Geschwindigkeiten von 40 Stundenkilometern rennen, auch wenn wissenschaftlich nur eine Geschwindigkeit von knapp 15 Stundenkilometern dokumentiert ist. Die sind wirklich flott für so kleine Biester. Sie überprüfen ihre Lichtfalle. Wir haben ein paar Dutzend Ameisen und ein paar Motten, die rumflattern. Ein paar Käfer. Keine Solifuge. Reddick und Honecker dringen tiefer in die Wüste vor. Um diese Nachtzeit sollten sie unterwegs sein. Wir sollten ihnen also begegnen. Hast du das gehört? Hier ist irgendwo ein großes Tier. Je länger sich die Nacht hinzieht, je mehr schwindet die Hoffnung, Walzenspinnen zu finden, und die Suche kommt zu einem Ende. Obwohl Reddick und Honecker ein großes Gebiet des Parks durchkämmt haben, konnten sie keine Riesenspinne aufstöbern. Doch es gibt noch Hoffnung. Die Kamerafalle nimmt noch immer den Schweinefuß auf, der als Köder ausgelegt wurde. Da hat was dran rumgekaut. Rund um den Erdball erzählt man sich Legenden von Riesenspinnen mit einem halben Meter Durchmesser von der Größe eines Hundes. Der Arachnologe Rick West und Juan Carlos Ramirez suchen im Amazonas-Regenwald nach Beweisen. In der Nähe des Dörfchens Pandari in Venezuela, in dem Einwohnern zufolge Spinnen groß genug geworden sind, um Hühner zu jagen. Schau dir die Masse an. Die Eingeborenen haben ihre Hütten extra so gebaut, dass sie Riesenspinnen davon abhalten sollen, hineinzukriechen und ihre Kinder zu gefährden. Zumindest ist die Angst vor diesen Tieren real. Versuchen wir, sie herauszufischen. Auf die alte Weise? Auf die alte Weise. Die indianische Art. Genau. Spürst du was? Gar nichts. Da beißt nichts an. Und wenn wir es mit der Videosonde probieren, könnte klappen. Da West die Spinne nicht herauslocken kann, wird er ihre Höhle mit der Videosonde auskundschaften. Sag mir, wenn du ein Bild hast. Aufnahme läuft. Ist die Kammer in einer anderen Richtung? Sie verläuft entlang dieses Baumstamms. Notfalls können wir ihn wegrollen, aber dann müssten wir erst das Gestrüpp wegschneiden. Da könnte ein sehr großes Exemplar drin sein. Die Kammer unter dem Stamm könnte 2,5 bis 3 Meter tief reichen. Die Videosonde kann einen Blick aus dem Inneren der Spinnenhöhle erhaschen und womöglich einen Blick auf die Spinne werfen. West schiebt die Kamera tiefer in das Loch und Ramirez hält auf dem Bildschirm wachsam Ausschau. Okay, es ist eine große Kammer. Plötzlich erscheint etwas auf dem Monitor. Zwei Beine. Sie sehen sehr lang aus.
Das abgestreifte Exoskelett einer großen Spinne liegt in der Höhle. Spinnen haben einen äußeren Panzer, Exoskelett genannt. Wenn die Spinne zu groß für ihr Exoskelett wird, häutet sie sich und streift ihre gesamte Haut ab, um Platz für eine neue zu machen. Je öfter eine Spinne sich häutet, umso größer kann sie werden. Wenn sie sich häutet, heißt das, dass sie größer wird. Sie könnte jetzt größer sein als diese Haut. West packt die Videosonde wieder ein, um die Spinne zu fangen. Ich denke, wir sollten versuchen, den Stamm zu bewegen. Okay, los geht's. Als sie den Stamm umwenden, um das Erdreich abzukratzen, enthüllt die Kammer unter dem Stamm nichts. Eine leere Kammer. West und Ramirez müssen weiterziehen, tiefer in den Wald hinein, um eine Riesenspinne zu finden. In Texas überprüfen Christy Reddick und Jessica Honecker ihre Kamerafalle. Er wurde weggezerrt. Da hat irgendwas dran genagt. Hier fehlt ein großer Bissen, aber es hat nichts dran genagt. Die Bissspuren scheinen von einem anderen, größeren Tier zu stammen. Doch die Kamerafalle könnte beweisen, dass Walzenspinnen hier waren. Sie nehmen die Kamera mit und laden die Bilder herunter. Was ist das? Eine Katze? Keine Walzenspinnen. Stinktiere und Katzen scheinen die Falle ausgelöst zu haben. Wir haben Stinktiere und eine Katze und können nicht richtig erkennen, was am Boden vor sich geht. Da könnten allerlei Dinge rumgehuscht sein. Reddick bleibt skeptisch, was die aus dem Irak stammenden Spinnenerzählungen betrifft. Eine der größten im Internet kursierenden Mythen ist, dass diese Walzenspinnen die Mägen von Kamelen fressen. Stimmt aber nicht. Die größten Wirbeltiere, die sie verspeisen würden, wären höchstens so groß wie sie selbst. Echsen, Schlangen, Mäuse, irgendwelche Nagetiere. Und genau wie unser anderer Experte bezweifelt auch Reddick, dass Walzenspinnen fast einen Meter groß werden können. Einige Soldaten haben große Spinnen gesehen, aber alles, was Angst macht, wirkt größer. Reddick und Honecker haben noch nie eine Walzenspinne mit Appetit auf Menschenfleisch gesehen. Doch weitere Forschungen über diese Tiere könnten neue Erkenntnisse hervorbringen. Vielleicht ist da draußen wirklich etwas. Ich will es nicht gänzlich ausschließen, denn die Entdeckung macht den Spaß an der Wissenschaft aus. Und ich würde nie irgendwelche Interessen oder Hoffnungen zunichte machen wollen, dass da draußen etwas existiert. Möglich wäre es. Unterdessen setzen West und Ramirez ihre Suche nach der Riesenspinne fort. Die Sonne geht unter. Doch West ist unbeirrt. Spinnen sind nachtaktiv. Hör mal, überall Frösche. Das ist eine prima Nacht für riesige Vogelspinnen. Frösche und Grillen huschen durch die Nacht, aber keine Spinnen. Hey Rick! Eine Schlange. Leicht giftig. Gerade ausreichend, um einen Frosch zu lähmen. Eine halbgiftige Schlange. Wunderschön. In der Dunkelheit erregt etwas Ramirez Aufmerksamkeit. Eric, ich habe was gefunden. Schenkt man den eingeborenen Glauben, lauern im südamerikanischen Amazonas-Urwald Riesenspinnen, die Vieh und vielleicht sogar Kinder fressen. In Venezuela behauptet dieser Schamane, eine 1,5 Meter große Spinne habe einen Hund getötet. Und dieser Mann sagt, eine Spinne habe aus einem nahegelegenen Dorf ein kleines Kind verschleppt. Und im Kongo hat ein britisches Ehepaar eine überlebensgroße Spinne mit Ausmaßen von 1,5 Metern gesehen. Wenn eine 25 cm große Spinne fähig ist, gleich große Beute zu erlegen, dann mag man sich gar nicht vorstellen, welche Beute eine 1,5 Meter große Spinne fressen könnte. Kann die Wissenschaft nun die Existenz einer solchen Spinne beweisen?
Im Dunkel der Nacht, tief im Amazonas, setzen Rick West und Juan Carlos Ramirez ihre Suche nach einer Riesenspinne fort. Sieh mal, sind die giftig? Weiß nicht. Termiten? Termiten, ja. Sie schlagen sich weiter durch den Wald, in der Hoffnung, in der Dunkelheit etwas zu finden. Hey Rick, ich habe was gesehen. Dort, genau dadurch, eine gewaltige Vogelspinne bei ihrer Höhle. Ja, ich sehe sie. Bei der geringsten Vibration verschwindet sie im Loch. Die Spinne hat nicht annähernd die Größe jener Spinnen, die die Augenzeugen beschreiben. Weg ist sie, im Loch verschwunden. Am nächsten Morgen wollen West und Ramirez ihre letzte Chance nutzen und ihr Monster ausfindig machen. Diesen Pfad entlang zu gehen, nachdem man all diese Riesenvogelspinnengeschichten gehört hat, da wird einem mulmig. Hier ist das, Rick. Eine weitere Spinnenhöhle? Sieht definitiv wie eine Spinnenhöhle aus. Schauen wir mal, ob eine drin ist. Sie holen die Videosonde hervor. Kannst du sie an den Seiten langführen? Ja. Sie ist in mehrere Kammern aufgeteilt. Und sind überrascht, was sie zu sehen bekommen. Die ist riesig. Da ist der Hinterleib. Kannst du noch mehr erkennen? Ja. Geht sie tiefer rein? Das Bein ist verschwunden. Ja, sie hat uns ihren Hinterleib zugewandt. Pass auf, wenn sie ein paar Brennhaare verschleudert. Ja, ich habe schon welche im Hals. Sie schleudert noch mehr. Man bekommt sie in die Nasenlöcher und bei kleineren Tieren kann das Erstickung verursachen. Als letzten Versuch beginnt West, die Spinne auszugraben. Nah dran. Abgestreifte Haut. Alte Haut. Hier sieht man die Beißklauen, sehr kräftig. Sie haben einen starken Biss. Hier kommt sie. Verschleudert Haare. Streift Haare ab, ja. Nicht einatmen. Könnte das ihre Riesenspinne sein? Da kommt sie. Wunderschön, man sieht, dass sie gerannt ist. Da. Eine Verteidigungshaltung. Wenn ich ihr noch ein bisschen näher komme, wird sie mich beißen. Diese Kieferklauen müssen fast 2 Zentimeter lang sein. Die sind enorm. Damit könnte sie ohne Mühe durch meinen Daumen beißen. Es ist mit Abstand die größte, die sie gefunden haben. 56 Gramm. Aber keine Riesenspinne. Wenn ich die Beine diagonal ausstrecke, sind das gut 25 Zentimeter. Wesentlich größere sind bisher nicht bekannt. Aber wir suchen nach der Monstervogelspinne schlechthin. Ich vermute, in diesem Urwald gibt es noch größere. Mir genügt diese. Nachdem sie mehrere Tage potenzielle Brennpunkte abgesucht haben, haben West und Ramirez immerhin etwas gefunden. Eine sehr reale Furcht unter den örtlichen Einwohnern vor einer Kreatur, die die Wissenschaft erst noch dokumentieren muss. Sie werden in den Dschungel Venezuelas zurückkehren und versuchen zu beweisen, dass diese Augenzeugenberichte mehr sind als nur Legenden. Ich hatte gehofft, dass wir etwas Größeres finden würden. Aber das wird mich zurück in diese Urwälder treiben. Die Hoffnung stirbt zuletzt. Und das ist das Wichtigste. Ich arbeite hier schon seit über 20 Jahren. Und ich habe nichts annähernd so Großes gesehen. Es gibt keinen Grund, solche Geschichten zu erfinden. Da gibt es also eine Frage und wir hoffen, Antworten zu finden. Die Wissenschaft kann bisher keine Belege für eine Riesenspinne finden. Doch 6% der Erde sind von Regenwäldern bedeckt, in denen die größten bekannten Spinnen der Welt leben. Da ist es möglich, dass solch ein Monster existieren könnte. Versteckt im dichten Unterholz, nur nachts auf der Jagd, nach seiner nächsten Mahlzeit.
Es gibt vieles, von dem wir nichts wissen. Es ist durchaus möglich, dass etwas noch Eindrucksvolleres existiert. Ich habe ein paar leere Terrarien für eine 1,80 Meter Spinne. Ich hoffe, dass es sie gibt. Das wäre super.